So, hallo Freunde und Modellbahnkumpels, hier ist wieder der Jens. Und ich muss euch sagen, langsam reicht es mir mit diesem Telefon. Gerade wieder einmal abgestürzt, das tolle Samsung Engage oder Samsung, ich schmeiße es an die Wand. Ich hasse Samsung. Ich hätte mir nie wieder ein Samsung holen sollen. Aber na gut. iPhone ist vielleicht doch besser. Stabiler. Das ist der Vorteil an den iPhones. Sie sind stabiler, aber dafür auf Wendiger. Also das heißt, dieses iTunes und so, das regt mich ein bisschen auf. Ich hatte ja selber schon ein iPhone. Da ist halt Android wirklich besser, aber was die Stabilität angeht, könnte man Samsung an die Wand schmeißen. Gut, also, wo stehen geblieben? Ach ja, bei dem lustigen Zug. Also, dann schaut euch das nochmal an. Da sind alle Güterwagen. Und es hat einen besonderen Grund, warum die jetzt so euch vorgeführt wurden. Der Teil der Waggons, also ein Teil der Waggons, steht, ja, ihr habt richtig, hört jetzt richtig, zum Verkauf. Das ist ein Auftrag von jemandem und der möchte gerne, dass ich sie für ihn verkaufe. Und nein, es ist nicht der sonst immer mir die Aufträge gibt, sondern jemand anders. So, und ich habe ihm versprochen, dass ich das mache, auch wenn ich wieder dafür bestimmt Dresche kassiere von einigen Hatern, aber das ist mir wirklich egal. Ich mache es einfach und da ist gut. Also, ich sage euch das jetzt alles, was zur Verfügung steht. Von den Preisen, da sage ich überhaupt nichts dazu. Da schreibt ihr mir einfach eine PN und dann sage ich euch das. So ist das. Also, der steht zum Verkauf, der steht zum Verkauf. Der, 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 der. Die nicht, das sind meine. Das sind meine. Ja, und das ja auch. Der, der und der. So, und dann noch dieser lustige Wagen. Und dieser lustige Wagen. So, und ich sage es nochmal, es ist ein Auftrag. Mich hat jemand gebeten, ihm zu helfen dabei. Und das mache ich gerne. Ich bin leider manchmal ein bisschen hilfsbereit und kassiere dafür oder Drescher, ich weiß das. Ist mir aber auch egal. Ich mache es einfach, wie gesagt. So, und wer sich jetzt für diese Waggons interessiert und wer die Preise haben, wissen möchte, der schreibt mich einfach an. Keine Sorge, ihr braucht euch nicht denken, dass hier jeder Waggon 20, 30, 40 oder sonst da was kostet. Sie sind günstig. Derjenige braucht einfach ein bisschen Geld zum Leben. Nein, das ist nicht der Jens. Der braucht das Geld zwar auch. Aber nicht, um die Waggons zu verkaufen, weil das sind ja nicht meine, wie gesagt, die hier vorne und die da hinten, sondern es ist ein Auftrag. Okay, so, das war das mit den Waggons. Ich fahre jetzt nicht nochmal eine Runde. Nicht, dass mein tolles Samsung-Handy nochmal sich überlegt. Ich gehe einfach aus. Ich gehe einfach aus. Ist mir scheißegal, ob der aufnimmt. Nee, deswegen lasse ich jetzt erstmal stehen. Ist ein schöner Güterzug. Fährt auch wunderbar, aber nicht gleichmäßig, wie gesagt. Die Gleise sind halt eben nur provisorisch. Ärgert mich selber, dass ich jetzt nicht weitermachen kann am Wochenende. War alles so geplant, dass hier Flexgleis hinkommt, dass dort Flexgleis hinkommt, wo ich oft gehört habe. Und das hier alles Flexgleis. Aber ihr wisst, dass Flexgleis kostet. Ihr wisst auch, dass es auch nicht gerade billig ist. Und ich hole mir hier irgendwelche Schnullibubs-Mist hier von irgendeiner unbekannten Firma. Sondern ich wollte mir Rocco und ein bisschen Tricks holen. Aber ja, das hat sich ja nur erledigt. Da hat er Vollpfosten den Schlüssel in der Bude unterwegs auf Arbeit verloren. Und damit ihr denkt, ich erzähle euch wieder hier irgendeine Show da, dann zeige ich euch das Ganze mal von diesem Hausmeister Service. Von dem da. Ohne die Adresse darf ich euch ja nicht zeigen. Warte, Moment, dann machen wir das mal so. Aber der Name, der sagt doch bestimmt alles, oder? Der Name sagt bestimmt alles. So, oder? Moment. So, das müsste reichen. Ich kann das lesen. Nee, kann er nicht. Jetzt. Ne? Soll ich dazu noch was sagen? So, dann zeige ich euch das nochmal hier mit der Rechnung. Ja, ihr lest das richtig. Ab 18 Uhr 50% Aufschlag. Und wisst ihr, was das lustig an der Sache ist? Die Frau, mit der ich vorhin am Telefon geredet habe, die sagt noch zu mir, das wird pauschal berechnet bei uns.
Man muss sich keine Sorgen machen. Sag ich, aber Sie müssen mir doch sagen können, was es genau kostet. Nein, das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Der Techniker muss vor Ort schauen, was für Schloss ist. Die wussten von vornherein, dass es 169 Euro plus 50 Euro Aufschlag kostet. Die kamen nämlich an und haben sofort gesagt, also wir berechnen 169 Euro plus 50 Euro Aufschlag. Nachtzuschlag. Naja, warum nicht darüber reden, ne? Das mit den 100 Euro Stornogebühren war natürlich der absolute Burner. Aber da ist mir bald alles aus dem Gesicht gefallen. Ja, gut. Alles klar. Jetzt wisst ihr erstmal über diese tolle Geschichte wieder Bescheid. Sowas kann ja auch bloß mir passieren. Was ich jetzt am Wochenende eventuell machen werde, das ist hier mein, na, sag schon, Tanklager. Da habe ich noch ein paar Materialien da. Das kann ich auch ohne zusätzlichen Aufwand machen. Ein bisschen Leim habe ich mir besorgt. Ja, es ist leider wirklich nur Uhu flinke Flasche. Aber Tiefengrund werde ich mir morgen im Baumarkt holen. Ich glaube, der kostet nicht viel. Dafür habe ich noch ein bisschen Geld. Ja, und dann werde ich dann halt hier wieder die Gleise schottern. So wie hier. Das ist alles fest. Das ist richtig schön fest. Da ist auch nicht mehr locker. Das ist natürlich nicht perfekt. Das sieht man auch. Das muss ich nochmal nacharbeiten. Da habe ich natürlich dann alles abgesaugt und dann ist das, was nicht richtig fest war, wieder weggegangen. So, dann habe ich mir noch zwei Weichen besorgt vom Kumpel. Ja, ordentliche Gleise, dass es nicht so blöd aussieht. Dann wird es noch ein Stückchen verlängert und zwar bis zur Kurve. Hat ja jemand vorgeschlagen bei YouTube und das werde ich auch machen. Dort, wo die Mauern sind, ab dort ist der Abschluss und bis dahin kommen dann die Abstellgleise. Da werde ich dann noch so, wie, so ein, naja, wie eine Hecke andeuten, die dann dort ist, so wie das hier ist. So, eine Hecke werde ich andeuten. Und bis dahin gehen dann die Abstellgleise. Ja, gut, das mit dem Tanklager, das lasse ich alles so. Da habe ich aber noch keine Idee, wie ich das jetzt genau gestalte mit dem Gehweg. Aber ich denke mal, die praktischste Lösung wäre erstmal zum Stellwerk und dann rüber über die Gleise zum Tanklager. Das wäre eigentlich ideal, weil hier lang geht es ja dann zurück in die Zivilisation, also zum Hauptbahnhof oder zum Bahnhof. Ja, gut. Ansonsten kann ich nicht weiter sagen dazu, was weiter passiert. Es war einiges geplant am Wochenende. Mir hätte auch mein Nachbar wieder geholfen. Wir wollten einen Berg machen. Styrodur wollte ich holen und so weiter. Das hätten wir nicht alles mit einmal geschafft, das ist mir auch klar. Aber ihr wisst doch selber, was Materialien kosten, dass man die nicht einfach so hinterhergeschmissen bekommt. Vor allen Dingen Tunnelmaterialien waren vorgesehen. Da habe ich mir schon was rausgeguckt gehabt bei einem bestimmten Modellbahnhändler. Diese Tunnelportale sind nicht unbedingt gerade billig. Ja, und irgendwelche zusammengeschusterten Mist wollte ich nicht nehmen. Ich wollte was Ordentliches nehmen, nämlich dasselbe, was hier drüben ist. Das sollte schon gleich aussehen. Aber das ist ja nun alles, ja, kann man nicht machen. Ach ja, ich habe noch eine erfreuliche Nachricht. Eventuell hätte ich dann noch eine Drehscheibe. Ja, aber da das mit dem Schlüssel, wie gesagt, passiert ist, ja, werde ich sie wohl wieder verlieren. Denn ich möchte ja schließlich auch bezahlen, ne? Das ist alles immer Mist. Wenn man seine sieben Sinne nicht zusammennimmt und mit den Gedanken woanders ist, passiert sowas eben. Und mir ist es eben so passiert, weil ich mit den Gedanken schon beim, ja, Bauen war, habe ich während der Arbeitszeit nicht gemerkt, wie ich den Schlüssel verloren habe. Ja, ich muss am Tag spazieren laufen und Sachen aufnehmen, Vermüllung und so weiter. Das hatte ich euch ja schon mal erklärt. Ja, und zum Schluss, zum Feierabend, da merkst du dann im Betrieb, oh, irgendwas fehlt. Und die ganzen 20 Kilometer wieder abzulaufen, wo ich langgelaufen bin in der Stadt, das war sinnlos. Das war einfach sinnlos und ich wusste genau, es bringt nichts. Tja. Naja, dann kennt ihr die tolle Geschichte jetzt auch und wisst, was ich eventuell vorhabe am Wochenende. Wenn ich natürlich noch schlechte Laune weiterhin habe, weil mich das immer noch sehr, sehr ärgert, dann lasse ich das lieber, nicht, dass ich wieder irgendeinen Anfall kriege und was kaputt mache. Ja, das ist auch schon vorgekommen. Nicht auf der Anlage, aber bei anderen Sachen. Dann räume ich schon mal einen Balkon auf oder sowas. Aber ich denke mal, ich werde schon was machen. Ich will euch ja nicht enttäuschen und ich möchte auch mal ein bisschen vorankommen. Gut, das war's dann erstmal für heute. Nochmal zu den Waggons. Wer Interesse daran hat, schreibt mir eine E-Mail an stargatekommando37@freenet.de oder meldet sich bei meiner Facebook-Gruppe. Spur N. Jens, Modellbahn und mehr. Ihr wisst ja,
Ihr findet da mit Sicherheit. Haben schon viele gefunden. Ich werde euch auch noch einen Link in dieses Video machen, damit ihr auch wirklich findet. In dem Sinne, schönen Abend noch und ich gucke jetzt die neue Folge von Sogo Leipzig. Tschüss!